Hallo ihr Lieben und Namaste. Ich melde mich heute, um euch eine Meditationstechnik zu zeigen, die Japa-Meditation oder Japa, wie du es nennen willst. Und das ist die Meditation mit einem Maler. Hier ist mein momentanes Lieblingsmaler aus Amazonit. Der Stein fördert die Selbstbestimmung und das Gottvertrauen und hilft, wenn man traurig ist. Und ich nutze das sehr gerne im November, weil der November mit seinen etwas graueren Tagen mich manchmal ein bisschen traurig macht. Und damit ich gut gestärkt bin, mag ich diesen Stein und mag ich das Mala. Das liegt sonst auf meinem Altar neben meinem Buddha und gucke mich bei meiner Yoga-Praxis quasi an. Und wenn ich damit meditiere, was ich den ganzen November jetzt mache, dann nutze ich das. Und wie das geht, zeige ich euch heute und mache auch eine kleine Meditation mit euch mit meinem momentanen November-Mantra. Und das ist, ich bin Liebe, ich bin Licht. Und was du brauchst, ist halt das Mala. Wenn du das noch nicht hast, dann setzt du dich einfach ohne Maler hin und meditierst mit. Das geht genauso gut. Dann fixierst du innerlich den Punkt zwischen deinen Augenbrauen und atmest und kommst zur Ruhe. Auch das geht. Und wer einen Maler hat, der legt das auf seinen Mittelfinger. Und die Guru-Perle, das ist hier bei mir so ein süßer Elefant, die kommt dahinter. Das ist quasi, wir fangen mit der ersten Perle dahinter an. Und wenn wir wieder an der Guru-Perle sind, dann sind wir durch. Und wir sagen bei jedem Mal, ich bin Liebe, ich bin Licht. Also ich sage es laut und wenn du willst, kannst du es für dich auch murmeln oder du gehst in die Stille und hörst zu und denkst dir den Satz in deinem Kopf. Und man schiebt es mit dem Daumen immer weiter. Ne? So. So. Wenn das gleich tiefer ist, dann geht es leichter, weil es dann auf dem Boden liegt, ne? Und nicht so viel Gewicht dran ist. Und der Zeigefinger muss eingeklappt werden, weil es steht fürs Ego. Und das Ego brauchen wir nicht, schon gar nicht in der Meditation. Ne? Also erste Perle, den zweiten Finger habe ich gerne, konzentrationsfördernd im Chan Mudra, also Daumen und Zeigefinger berühren sich und das lege ich dann so mit dem Handrücken nach unten auf mein linkes Knie. Ich bin Rechtshänderin, also habe ich das mal in der rechten Hand. Und dann geht's los. Okay, wenn du soweit bist, dann mach gleich auch die Augen zu. Also nicht wundern, mach auch die Augen zu, setz dich bequem hin. Richte deinen Scheitel zum Himmel aus, entspann die Schultern, den Nacken, atme ein paar Mal tief ein und aus und hab dein mit dem Daumen die Perle von deinem Maler in der Hand und dann starten wir. Ich bin Liebe, ich bin Licht. 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 Ich bin Liebe, ich bin Licht.
Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Nimm den Maler in die Hand, halt's an dein Herz, die andere Hand darüber, atme tief ein. Und wieder aus. Und wenn du soweit bist, öffne die Augen. Schön, ne? Schönes Mantra, finde ich, mag das gerade so sehr. Hoffe, hat euch auch gut getan. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zwischendurch uns Zeit nehmen für eine Affirmation oder ein Mantra, wie du es auch immer nennen willst, und uns das geben, was wir gerade brauchen in unserem Leben. Ob das neue Kraft ist oder Gesundheit zum Beispiel, oder halt wie heute die Erinnerung daran, dass in uns ein Kern ist, der ganz rein und klar ist und Licht und Liebe. Und immer wenn wir im Kontakt damit sind, du im Kontakt damit bist und ich im Kontakt damit bin, dann strahlen wir was raus in die Welt, was die Welt heiler macht und Gutes bringt. Und dafür ist so ein Mantra am Morgen sehr gut, eine gute Idee. Kannst auch, wenn du zum Beispiel merkst, dass du eine Erkältung bekommst, einen Maler nehmen und ich bin gesund, ich bin stark, sowas nehmen als Mantra. Es klappt auch ganz hervorragend oder was auch immer du gerade brauchst. Also mit dem Maler zu meditieren finde ich eine gute Sache und ich merke immer, wie dann während der Meditation Dinge von mir abfallen und wie ich klarer werde und mich mehr und mehr auf diesen Satz konzentrieren kann und auch anfange, Dinge zu fühlen, die damit zu tun haben.
Und das ist genau das, was du erzielen willst. Eine Ruhe im Geist und in den Gedanken über die Konzentration auf das Mantra und auf das Mala und auf diese kleine Bewegung. Und stimulierst so einen Punkt am Mittelfinger, dadurch, dass du die Perle rüber ziehst über deinen Mittelfinger, über die Seite und da auch kurz zerdrückst dann dagegen, stimuliert das auch einen Energiepunkt, der uns gut tut. Und somit ist das eine feine Sache. Kann man, wenn man will, jeden Tag machen. Also empfehle ich euch, und mein schönes Mala kommt jetzt weg. Manche tun es in eine Schutzhülle. Ich mag es gern im Licht am Fenster liegen haben. Muss man auch. Muss jeder selber wissen. Ne? Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage bis bald. Namaste.